Den Uvex SP Fahrradhelm gibt es in der Helmschalengröße 55 bis 60 cm sowie in matten Farbvarianten. Dann nennen sich die Helme XP100 und in weiteren verschiedenen glänzenden Farbvarianten mit der Modellbezeichnung einfach nur Uvex XP. Die einzelnen Farbausführungen und Modellvarianten können Sie bei vielen Modellen in der 360-Grad-Ansicht innerhalb der Artikelbeschreibung bei uns auf Sportkopf24 betrachten. Kommen wir aber auf die funktionellen Merkmale des Uvex XP Fahrradhelmes zu sprechen. Mit Hitze und hohem Druck wird die Kunststoffoberschale, die bei Bayer aus dem Werkstoff Makrolon gefertigt wurde, und der hochverdichtete Kunststoff in einem einzigen Arbeitsschritt miteinander verbunden. So werden die geforderten Eigenschaften wie Festigkeit, Stoßdämpfung und geringes Gewicht ideal kombiniert. Der Uvex XP hat, egal in welcher Variante, ob er nun XP100 oder nur XP heißt, genau eben diese Schalenform, so wie Sie sie hier sehen. Der XP kommt mit einer abnehmbaren Crossblende. Er hat insgesamt 16 Belüftungsöffnungen, verteilt über den ganzen Helm. Und er hat ein fest eingelassenes Insektengitter an der Vorderseite des Helmes. Die hohe Verarbeitungsqualität Made in Germany erkennen Sie am sauber gearbeiteten Kantenabschluss der Oberschale sowie an der homogenen Konsistenz des Polystyrols. Die Innenpolsterung besteht aus waschbaren Polsterstücken, die mit Klettpunkten auf der Helminnenseite befestigt sind. Des Weiteren ist um den Verstellring und am Verstellmechanismus auf der Hinterseite eine abnehmbare Polsterung angebracht. Sie können den Uvex XP mit einem Drehrädchen nur von einer Hand in der Kopfweite genau auf Ihren Kopfumfang einstellen. Darüber hinaus können Sie ebenso die Sitzhöhe des Helmes über die seitlich angebrachten Rastermechanismen verändern. In dieser Position würde der Helm sehr tief auf dem Kopf sitzen und durch Hochdrücken verlagern Sie die Sitzposition weiter auf den Kopf hinauf. Für eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln kann ein spezielles Uvex-Rücklicht an diesen Stellen an dem Helm angebracht werden. Dieses LED-Rücklicht gibt es auf sportkopf24.de unter Zubehör zu kaufen. Als letztes komme ich zum Gurtbandsystem. Es ist an drei Stellen mit der Helmschale fixiert. Der bewegliche Y-Verschluss verschafft Ihnen einen angenehmen Sitz an den Ohren. Und mit dem von Uvex patentierten Monomatic-Gurtbandverschluss können Sie ganz unkompliziert, ja sogar während des Fahrens, mit nur einer Hand den straffen Sitz des Gurtbandes sehr fein einstellen. Der Gurtbandverschluss sitzt seitlich vom Kinn, also da, wo er Sie am wenigsten stört. Sie haben mit dem Uvex XP einen sehr hochwertigen, in Deutschland gefertigten Fahrradhelm, der optimal für Tagesausfahrten, aber auch aufgrund seiner sehr tiefen, nach hinten gezogenen Schalenform ideal für das Inlineskating ist, aber natürlich auch im Stadtalltag und für Touren im Gelände einsetzbar ist.